Servus Leute! Ja, bei mir gibt es einige neue und sehr interessante Sachen, die gerade so um mich rum passieren und am Laufen sind. Und im heutigen Video will ich mal die einzelnen Sachen durchgehen. Ja Leute, bei mir gibt es wieder viele interessante Sachen, die ich am Laufen habe, und ich habe jetzt alles aufgeschrieben, was ich heute mit euch durchgehen will. Also erstmal, wir sind hier in einem neuen Industriegebiet in der Nähe von meinem Dorf, und da bin ich gerade am Verhandeln für ein Grundstück, und deswegen werde ich hier ein paar Drohnenaufnahmen machen, wenn alles klappt, hoffe ich. Aber wir gehen jetzt erstmal die ganzen Themen durch, die ich mit euch durchgehen wollte. Also, erstmal, warum kam letztes Wochenende oder letzten Sonntag kein Video? Ich kann es euch sagen. Ich war letzte Woche, also jetzt vorletzte Woche von euch aus gesehen, war ich in Deutschland, in Köln oder im Raum Köln, und habe dort einen Lieferwagen, einen Kühlkoffer gekauft für meinen Fleischgroßhandel. Das Geschäft unten in Split, ihr könnt euch erinnern, oder wenn nicht, ich blende euch nochmal das Video ein. Wir haben unten in Split uns entschieden, ein neues Lager aufzumachen. Und das Ganze, ja, ist richtig gut durchgestartet, würde ich sagen. Und auf jeden Fall der nette Herr unten kommt nicht mehr mit dem kleinen Berlingo aus, sondern wir mussten einen Kühlkoffer kaufen. Das Ganze sehr kurzfristig. Aus diesem Grund habe ich mich jetzt für einen vorübergehend für einen gebrauchten entschieden. Und da gab es auch einige Probleme. Und zwar bin ich am Dienstag nach Düsseldorf-Weeze geflogen, den Flughafen. Da gibt es Direktflüge von SADA. Dann mit dem Taxi in die Stadt. Ich weiß es gar nicht, wie genau da die Stadt heißt. Dort habe ich dann einen Mietwagen genommen, weil es am Flughafen keinen gab. Oder die es gab, die waren ja das Doppelte. Also wirklich jetzt das Doppelte. Also ich glaube, ich habe auch so, glaube ich, 170 Euro für die Polo-Klasse bezahlt. Für einen Tag, was schon richtig happig ist, mit 300 Kilometer inklusive, was bei mir auch immer knapp ist. Und ja, dann bin ich direkt zum Lieferwagen gefahren. Ich glaube, ich bin dort gegen 19 Uhr angekommen bei dem Händler. Ja, und dann kam die böse Überraschung. Und zwar, ich hatte den Lieferwagen, ich habe ja eine Kaution geschickt. Also schon vor zwei Wochen davor habe ich eine Kaution geschickt. Komme dann dahin und ja, sehe, dass der Lieferwagen keine Klimaanlage hat. Und ich dachte erstmal, okay, vielleicht habe ich was falsch gesehen. Dann habe ich den Händler gerufen und sagte, nö, kann nicht sein, die muss da irgendwo sein. Denke ich mir, Alter, ich meine, wo soll die sein? Da gibt es keine Klimaanlage. Oh ja, dann hat mein Sohn wahrscheinlich das Ganze falsch inseriert. Denke ich mir, ja gut, super. Ich habe wirklich extra nur Lieferwagen mit Kühlkoffer gesucht, die auch eine Klimaanlage haben, weil du kannst eigentlich ohne nicht arbeiten hier in Kroatien. Und ja, und jetzt stehst du da. Du hast in ganz Deutschland, das ist jetzt kein Witz, also wenn ich bei mobile.de Kühlkoffer ab Baujahr 2006, also sogar 15 Jahre alte Lieferwagen nehme, dann gibt es von alt bis neu insgesamt 14 Stück. Also in dem Moment, wo ich gesucht habe, waren es 14 Stück. Ob es jetzt mehr gibt oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte vor, so bis 15, maximal 20.000 Euro auszugeben. Also für ein relativ gutes Exemplar. Und dann bin ich auf diesen VW T5 gestoßen, der ja, sehr praktisch mir schien, weil er hat einen relativ großen Kühlkoffer, ist aber wiederum klein, also nur 5,5 Meter lang. Das heißt, du kannst gut in der Stadt mit ihm fahren. Und auch perfekten Preis, also wirklich sehr guten Preis eingehandelt. Und dann kommst du hoch und dann siehst du, das Ding hat keine Klimaanlage.
Und dann war es halt so, was willst du jetzt machen? Der Händler hat mir nochmal 700 Euro Rabatt gegeben, was die Nachrüstung der Klimaanlage kostet über 3000 Euro. Also somit, der Rabatt war jetzt auch nicht der Rede wert. Aber gut, du musst halt einfach da eine Lösung finden. Und die Lösung war einfach, ich nehme jetzt das Ding, so wie es ist, ja. Und dann bauen wir halt oder rüsten eine Klimaanlage nach. Oder ich habe auch mit dem Fahrer jetzt da nicht gesprochen. Vielleicht, es gibt auch in meiner Firma Leute, die machen keine Klimaanlage an, weil die irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerzen oder irgendwas bekommen. Also von dem her habe ich mir gedacht, okay, bringst das Ding erstmal hierher und dann schauen wir mal. Dann bin ich am Donnerstagabend, weil ich hatte knapp 1500 Kilometer bis Sada. Und bis wir dann alles mit den Zollkennzeichen und so, da gab es auch Probleme bis zum geht nicht mehr. Bis wir das alles geklärt haben, bin ich recht spät losgefahren. Ich war dann so gegen 1 Uhr in der Nacht in Salzburg. Dort habe ich dann morgens bei einem türkischen Großhändler, habe ich dann so Paprika, also so scharfe Peperoni, Paprika und so, gemahlene gekauft. Das kaufe ich schon seit Jahren bei denen. Und bin dann weitergefahren und habe dann nochmal in Zagreb geladen, bei meinem Lager für Sada. Und war dann so abends, keine Ahnung, gegen 20 Uhr, 21 Uhr war ich dann zu Hause. Der Plan war, am nächsten Tag mit zwei Freunden von mir zu der Insel Premuda zu fahren mit dem Boot. Und weil dort ist mein Geschäftspartner, der baut sich dort ein Haus. Und dann wollten wir, also erst schon einen Tag vorher musste er dort rüber. Und wir sind dann praktisch, wollten einen Tag später nachkommen. Dann rufe ich abends an, die Freunde, und sag, hey, fahren wir dann morgen, Wetter ist recht gut, also am Freitag war es jetzt nicht so gut, aber dann halt Samstag, Sonntag umso besser. Und dann sagt der eine mir, ey, der hat auch Bagger, das ist ein Cousin von mir eigentlich, und der hat Bagger, hat seinen Baggerfahrer gekündigt und musste kündigen, weil das ist einfach, wie gesagt, wieder mit Arbeitskraft, ist einfach nur Stress, also wirklich nur Stress, egal mit wem ich rede. Und dann hat er gesagt, Luca, du, vor 2 Monaten hat er diesen Baggerfahrer angeheuert. Davor hat er alles alleine gemacht. Also er hat einen großen, einen kleinen Bagger und einen LKW, einen Dreiecks-Kipper. Und der macht alles alleine. Und dann hat er so ein großes Ding an Land gezogen, sagen wir mal. Und er brauchte dann Arbeiter. Hat dann mit diesem Arbeiter angefangen und es ging dann voll in die Hose. Der hat dauernd was kaputt gemacht und auf jeden Fall, er konnte nicht, weil er diese Arbeit, die er angenommen hatte, musste er bis Montag fertig machen, also übers Wochenende. Somit fiel er ab. Der andere, ihm ist sein Geschäftspartner, der Vater ist gestorben und am Samstag war die Beerdigung. Also somit fiel das Ganze ins Wasser. Meine Frau, meine Kinder, die hatten noch mit der Schule, weil bei uns war jetzt am Donnerstag letzter Tag der Schule. Jetzt in Sommerferien. Meine Frau hatte dann noch mit den Kindern zu tun, also übers Wochenende und noch irgendwie Noten ausbessern, was weiß ich was. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das halt nächstes Wochenende. Dann, als der Freitag kam, ich saß so, das war um 14 Uhr, sitze ich zu Hause und denke mir, weißt du was? Ich könnte doch alleine dahin fahren. Und dann habe ich tatsächlich, habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich fahre dahin. Du hast, also wenn ich in Gleitfahrt dahin fahre, sind es so 3 Stunden Fahrt. Und wenn ich langsam fahre, sind es so 5 Stunden 20 Minuten. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, fährst du einfach schön langsam hin. Und ja, auf einmal das Wetter, Umschwung. Das hat wirklich, das war so ein Wellengang. Also nicht jetzt irgendwie, dass es jetzt gefährlich ist für mein Boot. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was riskiert habe. Das würde ich nicht machen. Sondern es war einfach nicht angenehm. Sagen wir es mal so.
Dann war ich dieses Wochenende, das ganze Wochenende war ich dann dort, habe da geholfen denen, was man so helfen konnte, auch ums Hausbau rum, und der hatte noch was da zu tun. Und dann sind sie am Sonntag wieder langsam zurück nach Hause, sind dann Sonntagabend nach Hause gekommen, und somit war es für mich gegessen, auch was YouTube und alles angeht. Ja, jetzt, das war's dann, deswegen gab es dieses Video nicht. Ich versuche, wie gesagt, das Ganze mit so Videos zu untermalen, damit ihr ein bisschen Eindruck bekommt von dem Ganzen. Und jetzt kommen wir zu den eventuell interessanteren Sachen. Und zwar erstmal hatte ich unter dem letzten Video einen Kommentar, warum ich denn kein Frage und Antwort, oder ich sollte doch ein Frage und Antwort Video machen, was ich gerne mache. Das heißt, also ich fordere euch jetzt hier gerne auf, dass ihr unten in die Kommentare fleißig Fragen stellt, und ich werde aus diesem Video dann Fragen rausnehmen. Am besten ihr schreibt rein Hashtag Frage oder so, damit ich das einfacher finde. Und dann werde ich im nächsten oder einer der nächsten Videos werde ich dann komplett diese Fragen dann beantworten. Also ich werde die dann zeigen im Video und beantworten. Jetzt kommen wir zu den massiven Änderungen oder woran ich momentan arbeite. Und zwar habe ich mich in meiner kroatischen Firma, also meine Transportfirma, habe ich mich letztendlich auch wieder wegen mangelnder Arbeitskraft und weil ich einfach mir auch denke, weißt was, ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich habe 1,5 Monate einen Fahrer gesucht für meine kroatische Firma. Am Anfang hat sich sofort ein paar gemeldet und ich hatte mit einem auch schon einen Vertrag abgeschlossen, und der hat mir dann 2 Wochen bevor er starten sollte, hat er angerufen, dass er doch nicht kann und keine Ahnung, und seine Frau wäre nicht so dafür, und ja. Und dann denkst du dir, okay, du hast mich schon 3-4 Mal angerufen davor. Wenn was frei wird, dann hatte ich ja, also dieser Fahrer von mir, der gekündigt hat, der ist noch 1 Monat länger geblieben, als er es hätte machen müssen. Somit dachte ich eigentlich, dass ich locker Zeit habe, einen guten Fahrer zu finden. Und dann war noch der letzte Punkt, wo ich mir gesagt habe, weißt du was, ich habe jetzt 2 Kandidaten, mit denen ich am Montag spreche, also nach der Reise, wo ich da diesen Lieferwagen abgeholt habe. Ich habe noch 2 Kandidaten, mit denen ich am Montag spreche. Wenn da nichts raus wird, dann verkaufe ich einen LKW. Und dann haben sich beide Kandidaten gemeldet. Mit dem einen laberst du über 1/2 Stunde am Telefon, damit er dir dann zum Schluss sagt, dass er bosnische Papiere hat. Das heißt, du musst irgendwelche, ja, er lebt zwar in Kroatien, aber du musst für diese bosnischen Papiere musst du hier irgendwelche Anträge stellen, du musst beweisen, dass du keinen kroatischen Fahrer finden kannst für diese Stelle und was weiß ich was, und darauf habe ich einfach keinen Bock. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, nee, ich will nur einen Fahrer, der schon kroatische Papiere oder aus der EU Papiere hat und ich ihn dann direkt anmelden kann. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Und somit habe ich dann nach über 1/2 Stunde Telefonat und Bewerbungsgespräch haben wir das Ganze sausen lassen. Der zweite Kandidat, der klang dann wirklich super. Er hat zwar relativ wenig Erfahrung im LKW-Bereich, er ist 13 Jahre Bus gefahren. Ja, und dann irgendwie zum Schluss so ein paar Fragen, die ich gestellt habe, da gab es in meinen, also in meinen Augen irgendwie Lücken. Und dann wollte ich das Ganze hinterfragen, und dann habe ich seine letzte Firma angerufen, also seinen letzten Arbeitgeber, und hat sich dann herausgestellt, also ich war schon dabei, eigentlich für ihn die Verträge und alles fertig zu machen, und dann hat sich herausgestellt, dass der nette Herr ein Alkoholproblem hat und dass er, also wo er gekündigt wurde von der Firma, also vor 1-2 Monaten, wurde er in Österreich von der Polizei erwischt mit 1,3 Promille im Blut. Somit war das Ganze für die Katz und ich habe mich entschieden, ein LKW zu verkaufen. Ich habe dann den Fahrer, der gekündigt hat, ich habe ihn gebeten, ob er mir noch mal 1 Woche einspringen kann, was er auch gemacht hat, obwohl er
also bei mir jetzt erst wieder am Donnerstag zurückkommt und schon am Freitag bei seinem neuen Arbeitgeber anfängt, hat er das für mich gemacht, was ich ihn auch sehr, sehr hoch anrechne. Weil ich meine, der hat ja bei mir gekündigt, der hätte auch sagen können, weißt du was, leck mich. Hat er aber nicht gemacht und das finde ich wirklich super toll. Wird auch belohnt von mir mit Sicherheit. Somit, da kommt aber mit Sicherheit noch ein Video dazu. Ich habe mich dann entschieden, einen LKW zu verkaufen. Das heißt, der LKW ist jetzt unterwegs nach England. Dienstag gebe ich meinen Mietaufleger ab. Und am Donnerstag sollte der LKW in Zagreb sein und ja, dort zum Verkauf stehen. Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn jemand von euch Interesse hat, kann sich auch melden. Ich habe auf jeden Fall mein Scania, also bei Scania wird er dann stehen. Die haben gesagt, dass die 35.000 bis 40.000 momentan wert sind und dass die gerade gesucht werden wie verrückt. Also, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, dass er auch schon ein paar Interessenten hat dafür. Und wenn ich 35 für den bekomme, ist mir ehrlich gesagt auch egal, dann verkaufe ich einfach das Ding vorzeitig. Der Plan war erst, Mitte nächstes Jahres abzubauen, aber ich habe mich dann doch entschieden. Dann habe ich, sagen wir mal so, nehmen wir noch kurz das Thema Software, Statispo. Viele fragen mich, was ist jetzt mit der Software? Also ich sage es ganz ehrlich, die Software ist jetzt eigentlich wirklich fertig. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch den finalen Test machen. Dieses Testen dauert aber 3 bis 5 Tage. Wenn du das also wirklich gut machen willst, dauert das Ganze. Und ich habe einfach momentan die Zeit nicht. Das ist genau das, wovon ich Angst hatte, dass die Sommersaison anfängt und ich einfach nicht die Zeit finde, dann die Software zu testen. Genau das ist jetzt passiert. Jetzt muss ich schauen, damit ich die so schnell wie möglich praktisch online bringe. Ich will aber wiederum nicht das Ganze online bringen, ohne es ausführlich getestet zu haben oder ausgiebig getestet zu haben. Und jetzt kommen wir zu den größten Neuheiten oder Neuheiten, wo einfach viel passiert jetzt in letzter Zeit. Und das ist mein Fleischgroßhandel. Also, jetzt kommt ein... Dies Joko, moe! Er ist ein Freund von mir, der hat hier seine Firma... Der ist auch Legende, also Legende. Boah, warte mal, habe ich jetzt alles gelöscht oder was? Nee, habe ich nicht. Also, wie gesagt, da passieren die größten Veränderungen. Es wird wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau. Ich bin nämlich am Suchen. Es gibt aber, wird wahrscheinlich eine Veränderung geben, die euch sehr gefallen wird. Weil ich da jetzt vorhab, einen LKW zu kaufen, den ich dann auch fahren würde. Wie gesagt, ich bin da jetzt am Suchen. Ich weiß noch nicht, erstmal weiß ich noch nicht 100%, ob ich es mache. Und also national hier praktisch, dass ich meine zwischen meinen Lagern mich selbst beliefer. Wie gesagt, das weiß ich aber noch nicht genau. Wenn das kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall mitgenommen. Es wird sehr, sehr, sehr interessant. Ich suche da so einen dreiachsigen Kühl-LKW. Und ja... es gibt zwar viele auf dem Markt, aber ich bin da so auch auf der Suche, dass das halt auch für mich passt. Also, dass er mir so gefällt, wie ich ihn mir vorstelle. Wie gesagt, das ist noch eine Sache. Das wird dann eine Überraschung. Also, ich meine Überraschung, ihr wisst jetzt, um was es geht. Aber wenn der dann da sein sollte, dann nehme ich euch natürlich auch mit. Dann bin ich auch dabei, gerade meine Webseite für meinen Fleischgroßhandel neu zu machen. Die ist auch schon gemacht. Die muss ich jetzt auch noch testen, kontrollieren, schauen, ob alles passt. Das ist alles, Leute. Es nimmt einfach so viel Zeit, kann ich euch nicht sagen. Und dann kommen wir zu der letzten Sache, und zwar dieses Grundstück. Das ist irgendwo hier. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen, welches. Ich werde euch versuchen, wie gesagt, Drohnenaufnahmen einzublenden, damit ihr einfach seht,
Das Geniale ist, das Grundstück ist direkt an der Autobahn, von Zagreb nach Split, die Autobahn. Wenn du runterfährst von der Autobahn, ist das die Straße, die nach Park, Insel Park fährt. Das heißt, im Sommer hast du da ein Auto nach dem anderen. Und ich bin praktisch direkt, ich wäre in diesem Fall direkt in dem Dreieck zwischen dieser Straße, direkt neben der Zahlstelle, also neben den Häuschen, wo man die Maut zahlt. Und ich habe eine brutale Aussicht aufs Meer. Da habe ich Pläne, mit denen will ich noch nicht rauskommen. Ich will erstmal dieses Grundstück jetzt bekommen. Die verlangen hier in meinen Augen zu viel. Das ist von der Gemeinde hier. Verlangt zu viel für dieses Industriegebiet, deswegen steht es auch schon 10 Jahre leer. Also du hast hier nur 2 Firmen und ich weiß nicht, wie viele Grundstücke, XY. Und ich habe denen jetzt praktisch den Preis, den sie wollen, geteilt durch 3, habe ich denen jetzt angeboten. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen frech, aber ich sehe das so für die Gemeinde, wo hier wirklich viele Leute arbeitslos sind oder viele Leute nach Sada, das heißt 25 Kilometer nach Sada pendeln, dass ich hier praktisch, wie gesagt, ich kann noch nicht genau drüber reden, was ich alles hier aufmachen will. Was ich aber sagen kann ist, ich will hier meinen Fleischgroßhandel, also das Lager, unsere Büros, die Bäckerei und alles will ich hier umziehen lassen. Das heißt, ich bringe schon mal 50, erstmal bringe ich mal eine Firma, die 3-4 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht und das wird auch wahrscheinlich noch steigen, bringe ich aus Sada in diese Gemeinde. Und ich werde praktisch sofort 15 Mitarbeiter mitnehmen, die dann hier arbeiten und werde wahrscheinlich 5 bis 10 neue Mitarbeiter gleich am Anfang schon suchen. Und ich denke mir so, ich hatte in der Gemeinde hatte ich eine Sitzung mit denen, wo ich dann leider feststellen musste, dass von 4 Leuten nur eigentlich der, ich weiß nicht, ob man das Bürgermeister oder wie man den nennt, auf jeden Fall nur er hat verstanden, worum es geht. Und zwar bin ich der Meinung, dass es für die Gemeinde egal ist, wie viel das Grundstück letztendlich kostet oder wie viel die für das Grundstück bekommen. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass da erstmal eine Produktion, also irgendwas herstellen, exportieren, das heißt eine Bäckerei will ich aufbauen, erstmal, dass sowas hier gebaut wird und dass dann Arbeitsplätze geschaffen werden. So, das ist eigentlich meine Meinung. Aber gut, ich habe jetzt, ich muss, deswegen bin ich auch hier mit der Drohne, um das Ganze aufzunehmen. Danach schaue ich mir das Ganze nochmal genau zu Hause an, will dann so ein kleines Projekt skizzieren, ob auf dieses Grundstück alles drauf passt, was ich da auch geplant habe. Und dann werde ich diese Woche also schriftlich praktisch gegenüber der Gemeinde mich dazu äußern und sagen, ja, ich will dieses Grundstück kaufen für diesen Preis, biete ihnen dafür so und so viele Arbeitsplätze und bla bla bla. Und dann wird in der Gemeinde wird praktisch so eine Sitzung abgehalten, eine interne Sitzung, wo dann abgestimmt wird, was da passiert. Da ich viele von denen, die da abstimmen, kenne, ja, hoffe ich irgendwie, dass das Ganze klappen sollte. Aber das kann man natürlich nie wissen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen angespannt. Und wie gesagt, ihr seht, ich habe wirklich viel um die Ohren. Wirklich sehr viel um die Ohren. Ich habe jetzt auch in ein paar Tagen sollte ich die Baugenehmigung für mein Haus bekommen. Bin jetzt schon auf der Suche nach der Baufirma, die dann das Ganze bauen würde oder anfangen würde zu bauen nach dem Sommer. Und wie gesagt, das ist einfach für mich Stress pur. Und eine Sache dürft ihr nicht vergessen, ich habe mich einfach dafür entschieden, dass ich jedes Wochenende, wo das Wetter auch nur annähernd okay ist, dass ich es mit meiner Familie auf dem Boot verbringe und somit gibt es da eventuell für meinen Bootskanal mal Videos, aber es kann sein, dass es hier und da mal Lücken gibt bei den Videos bei Live for Trucking jetzt im Sommer. Wie gesagt, der ein oder andere wird es verstehen, wer es nicht versteht,
Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach so. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Videos Spaß machen. Wie gesagt, nochmal bitte unten die Fragen reinschreiben, die ihr habt. Ich werde dann in einem der nächsten Videos die ganzen Fragen versuchen zu beantworten. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann natürlich einen dicken, fetten Like da lassen, Abo da lassen. Das tut auch nicht weh und wie gesagt, ist auch kostenlos. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Leute, ciao.